okay, es wird kein No Death Run. Komm schon, ich gerne! Moin Mädels, moin Jungs, herzlich willkommen zurück zu Call of Duty Modern Warfare 2 2022. Muss man ja mittlerweile so sagen, weil es ist ja schon das zweite Mal, dass Modern Warfare 2 rauskommt. Und ja, wir haben jetzt mit der Kampagne schon angefangen und ich habe jetzt eben meine erste DMZ-Modus-Runde aufgenommen für Warzone. Die kommt jetzt auch die Tage dann raus, aber vorab wollte ich euch auf jeden Fall nochmal ein bisschen Kampagnen-Content hier liefern und deswegen machen wir damit jetzt auch hier direkt weiter. Das Ganze wieder nicht im Stream, sondern hier live aufgenommen, sozusagen. Und ja, ich hoffe, es geht euch gut, es ist alles nice und deswegen sind wir auch direkt, ich glaube, in... Ich habe eine Drohne angezapft. Mission 3. Da unten tut sich was, Alejandro. Migranten sind im Wasser. Der Grenzschutz ist ausgerückt. Narcos nutzen Migranten als Ablenkung. Sie könnten gerade Hassan wegbringen. Okay. Ja, wir wollen Hassan. Ist FBI involviert? Eine Stunde entfernt. Momentan liegt alles bei euch. Bereithalte. Rodolfo, vergiss diese Migranten. Das Ziel bewegt sich. Sie sind wohl in einem Boot über den Fluss. Suchen wir es. Gute Idee. Wir sind dran, Watcher. Alejandro, lass Hassan Schotz nicht über die Grenze. Verstanden, Ende. Die Katzen und wer? Wann müssen wir das? Die Zuständigkeit der USA. Dann müssen wir das wohl verhindern. Sie, Coronel. Da, Nordseite. Das ist der Boot. Stopp hier. Oye, escucha. Das Kartell verlädt Hassan schnell. Wir kriegen sie noch, bevor sie drüben sind. Entendido. Die Mauer ist vor uns. Bereit machen. Das Las Almas-Kartell kooperiert mit dem Iran. Das ist neu. Und wenn Hassan rüberkommt... Taktikänderung. Stipp. Ich zähle vier Feinde. Mach das Licht aus. Ich sehe Hassan auf der Mauer. Mirda, er ist rüber. Ich wollte gerade abfallen. Wir dürfen ihn nicht verlieren. Wir müssen eingreifen. Despejado. Desperado. Watcher, das Ziel ist rüber. Desperado, er ist Alter. Auf der Flucht. Verfolgen ihm. Colonel, das ist nicht ratsam. Sie haben dort weder eine Vollmacht noch Personal. Ich weiß. Machen Sie dem FBI Druck und kontaktieren Sie die örtliche Polizei. Ende. Genau. Ich klettern jetzt hier rüber. Adolfo, nimm die Leiter. Los. Hey, ich bin doch schon oben. Was willst du? Warum haben wir den nicht einfach schnell abgeknallt? Aber wir wollen ihn leben, ne? Sichtkontakt. Negativo. Er ist weg. Negativo. Dann verfolgen wir ihn. Na los. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Ja. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Das haben wir hier entlang. Komm. Da draußen ist jemand. Gut. Das Kartell wird ihn zu einem Lagerhaus in der Stadt bringen. Wir müssen es finden. Rodolfo, ja. Hierher zurück. Roger. Hassan hat hier mehr Freunde als wir. Pass auf. Aber also nicht random auf Leute schießen. Habe ich jetzt verstanden. Hassan will hier entlang. Komm. Hassan, geh doch. Mein Gott, du stehst doch vor mir. Da draußen ist jemand. Diese Wichser. Boracá. Hey, was Spezialeinheit. Alles ist da drinnen. Das ist ja auch seit zweimal sein Maul aufreißt. Muévete.
Haus an der Ecke. Entendido. Sichtkontakt. Oh oh. Mach auf. Ich gebe Deckung. Verpisst euch von hier! Was ist denn? Die Polizei ist unterwegs. Geh an die Tür. Lächerte Gringo. Spezialeinheit! Spezialeinheit! Treten Sie zurück! Okay, sofort! Oh, Alter, ich hätte ihn gerade fast abgeknallt. Dann wäre wieder alles von vorne gewesen. Wo sind die hin? Die sind da lang! Rodolfo, los geht's! Wo ist denn da lang? Hier lang. Watcher, wir sind an der Ecke Flores und Badajoz. Sil bewegt sich westlich zu einem Lagerhaus. Verstanden. Ich schicke die örtliche Polizei. Kartellpatrouille! Schalte sie auf! Der Junge! Hä? Wie viele kommen denn dann noch oben raus? Der Spekator. Mann. Schau, sind da lang. Alles klar? Es ist nichts. Und du? Alles gut. Hier. Oh yeah. Zu mir. Hassan könnte alleine sein. Nicht lange. Spezialeinheit runter! Verschwindet aus meinem Haus! Ich will dir nichts tun. Ich suche jemand anderen. A la verga, bewache sie! Der Mann, der eben hier durchkam. Wo ist der? Hey, ganz ruhig! Yesenia! Rechte Seite! Hände hoch! Ich sagte, hey, hey, Hände hoch! Lass ihn nicht an, verdammt! Keine Scheißbewegung! Antworte! Draußen! Er ist zum Lagerhaus gerannt! Ja. Rechte Seite! Welches ist das Lagerhaus? Nicht blau, bewegen! Blau, zweistöckig, am Ende der Straße. Okay, ihr habt, was ihr wollt! Jetzt geht! Das ist eigentlich eine geile Waffe, und ich nicht... Zweimal nach, bevor du dich bewegst. Ich hätte gerne die Schrotze hier mitgenommen. Ja. Rodolfo, auf geht's. Roger. Lokale Polizei. Lass mal an Bord gehalten. Hallo, Männer und Frauen. Scheiß Waffen fallen lassen. Sofort. Tu einfach, was sie sagen. Wir klären das. Oder ich knall dich ab. Kapiert? Vortreten. Hey. Ich will deine leeren Hände über dem Kopf sehen. Ja. Ich hab kein Problem damit, dich zu erschießen. Spann dich doch mal. Tu, was ich dir sage. Hast du was mit den Armen? Alejandro Vargas, Spezialeinheit. Wir verfolgen eine Terroristin. Gomez, warte. Das sind ihre Leute. Ist schwierig, euch vom Kartell zu unterscheiden. Wo ist euer Verdächtiger? Wir haben ihn zugelassen. Oh my goodness. Oh my damn. They going ham. Na, ja, sicher. Sagst du immer ein Maschinengewehr? Schimpf mich doch, du kleiner Pisser! Junge, du hast da die geile Wumme. Ich komme mit einer Glocke und du lässt mich da sterben. Das kann ja nicht dein Ernst sein. Mann. Da kommen noch zwei. Greif an, wenn sie nicht ist. Junge, Farek, bitte. Das kannst du nicht ernst meinen. Wofür bist du eigentlich gut? Ja, der wollte jetzt einfach nicht sterben, ne? Durchsuch das Innere. Ich versperre die Ausgänge. Moin! Achso. Entrando. Abgesperrt. Oder was? Du kleiner Mieser.
Bin da, wer noch? Wie hast du das überlebt? Erdgeschoss sicher. Hassan ist nicht zu sehen. Entendido. Wieso sollte er auch hier drin sein? Adam. Geh in den ersten Stock. Achte auf Flüchtige. Eieiei. Und da ist jetzt Hassan drin, oder was? Oh. Ja, vor allem, warum bleibt der andere draußen? Das macht mich schon wieder sauer. Aber jetzt kommt er. Hoffentlich. Verbrennt alles. Oh, da ist Hassan. Weißt du, wer ich bin? Du nee. Bist ein Terrorist, Pendejo. Ich bin Soldat. Und hier, um zu kämpfen. Nein. Lasst ihn brennen, wie Gorbrani brannte. Ist jetzt nicht so nett. Hey, ich seh rauf. Wie ist dein Status? Rodolfo, ich geh jetzt rein. Coronel, nicht. Ich komme nicht raus. Rodolfo, wo bist du? Hör zu, Hassan ist nicht hier. Wie es aussieht, bringen sie ihn weg. Etwas überquert den Atlantik. Es ist ein Schiff. Es liefert irgendwas. Wie dramatisch. Jetzt stirbt er da, oder was? Halt durch, Bruder! Ich hab dich! Na gut, Glück gehabt. Hassan steht wieder in Las Almas unter Kartellschutz. Mexikanische Spezialeinheiten haben bestätigt, Hassan schafft was Großes Richtung US. Es könnten Container mit Raketen sein. Wir wissen nicht, wie viele und kennen die Ziele nicht. Deswegen müssen wir Hassan fangen und zum Verhör bringen. Wir schicken Soap und Ghost mit der nötigen Unterstützung, um sich den mexikanischen Spezialeinheiten anzuschließen. Wir können keinen Krieg in Mexiko starten, General. Natürlich nicht. Ich beauftrage Philip Graves und seine Shadow Company Söldner als Unterstützung. Mit ihren Einsatzregeln können wir das leichter durchziehen. Verstanden, Sir. Finden wir Hassan. Alejandro! Satz in McDavies. Nenn mich Soap. Lieutenant! Lass mal sagt alles sagen, Ghost. Eigentlich glaube ich, es wäre ihm lieber, wenn... Das ist genug. Willkommen in der Stadt der Seelen. Ich war noch nie in Mexiko. Das ist nicht Mexiko. Das sind Las Almas. Shepards Auftragnehmer kommen als Verstärkung. Sie bringen Hardware. Sie brauchen Platz. Meine Basis gehört euch. Dieser Ghost, der wieder aussieht. Wo ist Hassan? Kartellunterschlupf. 10 Kilometer. Steigt ein. Kann mir mal jemand schreiben, warum Ghost sein Gesicht nicht zeigt? Also, welchen Grund das hat, dass man das nicht kennt oder so? I don't know. Kannst du Spanisch? Nein. Das wirst du. Okay, also jetzt wird es schon ein bisschen heftiger. Oh, hier so Favela-mäßig. Truck, viel Bewaffnete. Hey, hey, tranquilo. Ruhig. Das ist normal hier. Waffen auf der Straße sind Sache der Polizei. Wo ist die Polizei? Nun, Las Almas hat ein ernsthaftes Problem. Nur noch wenige hier vertreten das Gesetz und wer sich gegen die Korruption stellt, verschwindet. Was ist mit dem Militär? Unsere Ausbildung ist gut. Also rekrutieren die Narcos-Soldaten. Und euch nicht? Wir sind vom hier. Wir sind los Vaqueros. Die Cowboys. Wir lieben die Stadt. Wir würden für sie sterben.
Nerven und Balance. Mal was Neues. Die Narcos wollen so die Leute für sich gewinnen. Sogar die Kinder? Ganz besonders die Kinder. Was steht auf den Tüchern? Narcomantas. Kartelldecke. Warnungen von El Sin Nombre. Markierung für San Revier. Die Straßen hier sind voller Tod. Wer ist Sin Nombre? El Sin Nombre. Der Namenlose. Der Anführer des Las Almas Kartells. Wo finden wir ihn? Gar nicht. Keiner weiß, wer er ist. Aber er ist überall. Und das ist die Schwierigkeit. Aber los Vaqueros mögen es schwierig. Mit deiner Maske hast du gut hier reingekost. Oje, cálmala. Kontrollpunkt von der Armee. Nach rechts, wir weichen aus. Wieso? Einige Truppen gehören zu El Sin Nombre. Wie ich sagte, er ist überall. So, sorry, ich war kurz am Handy. Hoffentlich ist er da noch. Also ich muss schon sagen, so der Aufbau ist eigentlich immer ganz cool. So, ich spiele ja die Kampagne immer super gern. Das ist schon immer eigentlich eine coole Story. Ich mag es auch, dass es so zusammenhängt ist, weil irgendwie... Wo halten Sie denn Hassan? Weißer zweistöckiger Bau am Stadtrand. Bei Battlefield war das ja immer mega willkürlich die letzten Male. Und ich glaube, beim letzten Battlefield gab es gar keinen Player, Singleplayer-Modus. Todos Victors están listos. Tres, dos, uno. Entra, entra! Sicher, los! Endlich mal eine geile Waffe, Digga. Das Kartell hat übernommen. Ist jetzt ein Unterschlupf. Guter Ort, um Hassan unterzubringen. Bewegung. Contacto! Alle nicht das Wort! Contacto! So, jetzt haben wir ja mal. Gibt's den noch? Das war eine Flasche? Irgendwas machen? Oh, ich hab sogar hier so eine PDW, ey. Und für Ombres? Sicher! Alter, meine Reaktion, Digga. Das Kartell wird ihn schnell wegschaffen. Dann sind wir schnell. Achtung, sie sind bereit. Muere, hijo de puta! Ja, warte mal. Tür, rechts. Wo ist denn meine Dings? Meine Granada? Könnte überall sein. Sektor clear. Raum gesichert. Kein Anzeichen von Hassan. Sicher. Was ist mit den Familien hier passiert? Das Kartell bringt Gewalt. Und sie fliehen. Halte dich bereit. Ja, okay. Ah, das mag ich gar nicht. Victor 2, ese es 1-1. Despliega humo. Estamos mudando al exterior. Copiado. Lanzando granada de humo. Wo ist deine Familie, Alejandro? Ich halte das geheim, Bruder. Zu ihrem Schutz. Wir haben Tarnung. Los jetzt. Mir Naso. Hier haben sie Hassan versteckt. Resten mit Gengelbär. Todos los equipos, listos para contención. Preparen para abrir brecha. Avanza, avanza. Gut, okay. Sicher, kein Hassan. Erster Stock. Sí, vamos, gehen wir nach oben und holen Hassan. Ja, klar. An der Treppe sammeln. Ja. Ich dachte, der ist tot umgefallen. Wenn Hassan hier ist, dann in diesem Raum. Mama mia. Los rein. Vorsicht, nicht schießen! Hä? Sichern den Raum. Ich gebe Deckung. Kein Hassan. An alle Victors. Zielgebäude ist sicher. Negativ bei Hassan. Entendido. Okay.
Sie müssen ihn verdeckt haben. Wann? Vor kurzem. Kurz einhalten, seine Flagge. Er war hier. Alejandros Infos waren gut. Kommandante, die Armee kommt. Scheiße. Was ist los? Die Armee. Wir kriegen Verstärkung. Negativ. 03, Rückzug, sofort. Verstanden. Was sollen wir tun? Meine Männer decken. Sind Sie sicher? Rücken wir ab. Du meinst wir gegen die scheiß mexikanische Armee? Nicht direkt. Diese Truppen arbeiten fürs Kartell. Sie helfen dem Kartell, Hassan zu beschützen. Das gefällt mir irgendwie nicht. Nicht feuern. Wir verschanzen uns, bis meine Männer sicher sind. Mehrere Fahrzeuge. Ich hab schon einen getötet. Transporter, leicht gepanzert. Ich hab schon zwei getötet. Brasigala! Feuer frei! Ja, machen wir so. Sie sind gepanzert! Auf die Helme, Ziele, die sind schwach! Wir setzen Schilde ein! Benutzt Granate! Granate ist raus! Also die fliegen ganz schön durch die Luft, Alter. A la vista, da la baby, Diggi. Oder wie man das sagt. Dann müssen wir los! Das sieht unten schon nice aus. Hey. Wir haben ein Problem, ne? Haben wir ein Problem? Haben wir ein Problem? Warum soll ich ans Fenster? Ihr seid... Oh, ja gut. Die Armee ist direkt hinter uns. Den Hügel runter. Wir schütteln sie in den Bergen ab. Hausschwärmen und in der Nähe bleiben. Die alte Route? Gerade weg zur Brücke. Oh, shit. Naja, I try my best, but I won't succeed, glaube ich. Rückenpanzer! Alles gut. Scheiße! Sanchez hat's erwischt! Alles gesichert! Vorerst, wir müssen weiter. Los! Sanchez ist tot. Jetzt für diese Pfade. Sehr gut, aber die Armee auch. Wir können keine Armee aufhalten. Wir brauchen eine Evakuierung. Rodriguez, wir müssen Evakuierung hier weg. Anfordern. Sí, Kommandante. Kontakt! Alle Schützen, oh, die halten. Deckung beziehen. Sí, Colonel. Go, so. Geht hinter diese Felsen. Der Sperrfeuer. Der müssen wir kommen. Wo willst du hin? Rodriguez, guck einrichten. Du lebst immer noch? Ja, bist du Terminator oder was? Was das? Vorerst, da kommen noch mehr. Weiter. Hast du was von Rodolfo gehört? Nein, kein Funkkontakt. Eieiei. Da, dann weiter. Hier durch. Ja. Die Berge blockieren den Funk. Ob dein Mann durchgekommen ist? Hoffen wir es. Wie lautet der Plan? Am Fluss ist eine Brücke. Dort evakuieren wir. Ja. Und wenn nicht? Kontakt! Raketenwaffer! Alright. Okay, das ist halt ein Problem gerade hier. Wie kannst du noch stehen? Ja. Das ist ja ganz schön hart. Sag ich jetzt mal. Ne? Am Fluss ist eine Brücke. Dort evakuieren wir. Und wenn nicht, wir wirst uns am Palais. Ja, ja, wo soll ich wissen, dass du das bist? Oder was? Ziel gesichtet! Ja,
menschlich. Jemand getroffen? Negativ. Wir können weiter. Was haben wir schon einen verloren oder zwei? Also sind schon welche hier getroffen worden. Aber ich glaube, das waren nur die Soldaten, die ich am Namen habe. Wenn nicht, serven wir Hermano. Sanchez und Gonzales oder wie sie hießen. Alter, geiler Move. Yeah. Das macht gar keinen Sinn, dass man das so sliden kann. Wohin jetzt, Alejandro? So, weiter vorwärts. Rodriguez, versuch's weiter am Funkgerät. Der Rest sucht nach Scharfschützen. Da hat der Vorsprung. Es gibt einen Weg den Berg hinauf. Hast du was? Sie sind da draußen, glaub mir. Kommando, hier Victor 1. Hört ihr mich? Du musst runterspringen, Schaub. Wieso muss ich jetzt wieder springen? Kommando, hört ihr mich? Rodriguez, Funksignal? Negativo. Wir müssen zum Fluss. Gefunden. Escucha, hört ihr das? Da kommt ein Heli. Sie, sucht euch eine Schussposition. Wir überrassen sie. Wo geht es zur Brücke? Geradeaus, hinter dem Helikopter. Sie wollen uns am Weg abschneiden. Wir müssen an ihnen vorbei. Okay. Dann nehmen wir die Masse an Munition, ne? Oh, da kommen sie auch. Oh, da kommen sie auch schon. Digga, ich dachte, ich nehme die in die Hand. Da stand doch eh zurückwerfen. Boah, das ist ganz schön heavy, ey. Aber ich habe jetzt auch nicht den leichtesten Schwierigkeitsgrad. Und ich bin schlecht in den Shootern geworden. Heidewitzka. Frag mich nicht nach Sonnenschein. Aber meine Mates sind doch einfach keine Mates. Muss man auch dazu sagen. Also ich bin basically alleine. Ich schieße ihn in die Fresse. Das juckt den einfach nicht. Okay. Ich glaube, wie so ein alter Mann. Haben wir es jetzt? Sicher! Ah, gut. Den Hügel hoch. Es ist nicht weit zur Brücke. Sie könnten Schützen positioniert haben. Aufpassen. Ich will die eigentlich nicht wegschmeißen. Oben auf dem Hügel, Sergeant. Wir sind unterwegs. Ja, ja. Ich bräuchte mal Muni. Ich glaube, das war Muni. Ja. Da ist die Brücke. Kein Sichtkontakt zur Evakuierung. Der Funk kam nicht an. Das ist die Brücke? Nee, das ist die Brücke. Wenn wir da unten sind. Da lang. Hey, gib mal Muni. Spring runter, Sergeant. Ja, mach ich. Passt auf, wo ihr hintretet. Diese Klippen sind gefährlich. Du kennst den Weg. Haben damals die Schule geschwänzt und hier gespielt. Bis die Kartelle gekommen sind. Achso, hier haben wir gespielt. Na klar. Markus haben an alles Klippen verändert. Lebensgefährliche Klippen haben wir gespielt. Scharfschütze! Bewegung! Oh oh. Ciao! Scharfschütze am Boden! Verdammt gut. Jetzt ist da eine Spalte! Wie schnell die uns auch immer finden. Die Armee verfolgt uns immer noch. Wir werden Boden gut machen. Alter, da macht man sich doch alle Beine, wenn man da runterspringt. Mindestens. Na gut. Du hast
hast uns in eine Sackgasse geführt. Wir springen von hier. Verliere deine Waffe nicht. Flug. Alles okay, Hermanus? Positiv. Soap? Atme noch. Den Fluss runter zu Brücke. Die Felsen als Deckung nutzen. An alle Einheiten. Hier Victor 01. Hört mich jemand? Nur eins. Hören Sie. Erhole. Oh, Scheiße. Das Funkgerät empfängt was. Klingt amerikanisch. Kommen Sie. Feuerfrei. Kontakt vor uns. Eieiei. Gar kein Bock jetzt hier zu verrecken. Weiter den Fluss entlang. Oh, so. Ja, natürlich. Ey, so ein Gequatsche. Das tut mir leid, dass ich so verrecke, aber... Da rollt Armeeverstärkung an. Ja. Den Fluss entlang, los! Okay. Ich kann Wasser fahren. Ja, Digga, wo seid ihr denn? Achso. Ja, gut, man kann ja auch tauchen. Feindfahrzeuge, rechtes Ufer! Alter, die hab ich gefickt. Hier war noch eine Klose. Schwimm weiter, Bewegung! Ne, halt mal in die Backen jetzt. Okay. Eieiei. Fahrzeuge auf der Brücke! Sind nicht von uns! Scheiße! Die Armee! In Deckung! Wir müssen nicht hierbleiben und evakuieren. Gegen diese Panzerung richten wir einen Scheiß aus! Was mach ich denn jetzt? Greifen die Brücke nördlich eurer Position an. Nachfeuer! Wer zur Hölle ist das? Commander Graves, Shadow Company. Sie gehört zu uns? Jetzt hab ich auch mal getroffen. Ja, das ist meine Granate. Danke, Shadow Company. Alle Einheiten, keine Feindbewegungen registriert. Ihr seid sicher. Schön, euch zu sehen, Jungs. Gleichfalls, Kumpel. Da lang. Eieiei. Graves, wir haben ein Fluchtfahrzeug gefunden. Verstanden. Achtung, womöglich haben wir Hassan geortet. 2 Kilometer nördlich eurer Position. Das ist Kartellland. Sie haben dort eine Anlage. Alle rein. Los geht's. Abfahrt. Ich fahre. Also von 6 haben jetzt 3 überlebt, oder? Feuerschutz von oben? Tüten wir den Mistkerl ein, Graves. Verstanden. Wir stoßen unmittelbar zum Ziel vor. Shadow 1 endet. Na los, die Geschosse ins Rohr. Ja, Commander. Navigation, Kurs auf die Anlage. Roger. Offizier, eine Hand auf den Knopf, wir fangen gerade erst an. Verstanden. Pilot, Sie haben die Kontrolle. Vor Ort umkreisen Sie das Ziel und bringen uns ran. Sir. Funk, ich will General Shepard. Ich bin dabei. Shepard ist dran, Sir. Gold Eagle, hier ist Shadow 1. Hören Sie mich? Laut und deutlich, Shadow 1. Sprechen Sie. Ich musste Ihre Jungs retten. Zum Glück haben Sie Freunde ganz oben. Dafür sind Sie da. Und jetzt die gute Nachricht. Wir haben was. Zu Hassan. Sind im Anflug zur Zielposition. Wir holen uns den Bastard für ein kleines Gespräch. Das wollte ich hören. Berichten Sie, wenn Hassan im Sack ist. Alles klar. Ende. Alle Shadows herhören! Die Jungs da unten! Mexikanische Spezialeinheiten 141 sind jetzt eure Brüder. Sie gehören zu uns. Erledigen wir das, ja? Yep, yep. Okay. Yep, yep. Ghost, hier ist Shadow 1. Wir sind jetzt über der Anlage. Warten auf Sichtkontakt. Shadow 1, Bravo 07. Wir markieren unsere Position mit dem IR-Laser. Over. Verstanden, 07. Wie finden wir Hassan? Er wird eine bewaffnete Wache haben. Kartellschutz. Es gibt viele Verstecke. Graves bietet luftnahe Unterstützung. Wir sind die Sniper, oder was? Markierung setzen.
Shadow 1, wir sind östlich der Anlage. Position ist markiert. Nee. So, wer jumpt da jetzt runter? Warten ab. Oh. Bestätigt. CV, Verbündete sind mit IR-Laser markiert. Sichtkontakt bestätigen. Ja. Shadow 1, Bravo 07, wir setzen IR-Markierungen. Habt ihr Sichtkontakt? Over. Sicht bestätigt. 07, Markierung bestätigt. Shadow 1, Achtung, Hassan ist mit einer bewaffneten Wache unterwegs. Ihr deckt außen, wir sichern die Gebäude, verstanden? 07, verstanden. Bewaffnete Wache. Wir sichern das Gebiet, damit ihr rein könnt. Bereithalten. Oh krass, was mache ich jetzt? TV, scanne nach Zielen mit einer bewaffneten Wache. Finden wir diesen Mistkerl. Zwei Unbekannte, südlich der Stelle. Shadow 1, ein Truck verlässt die Stelle und fährt nach Westen. Bestätigt. Zivilisten in der Gegend. TV verfolgt das Fahrzeug. Der Truck bewegt sich jetzt in südwestlicher Richtung auf dem Feldweg. Vor ihnen sind Unbekannte. Sieht nach noch mehr Bauern aus. Warte. Seht ihr irgendwelche Waffen? Ja. Ja. Ich sehe Waffen. 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 Shadow 1, wir haben Ziel im Gewächshaus nordwestlich von uns. Markieren jetzt. 07, keine Sicht auf das Ziel. Wie lautet der Befehl? Der Armeekonvoi holt auf. Wir gehen rein. Wenn er flieht, nehmt ihn ins Visier. Graves, grünes Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Haltet eure Köpfe unten. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden, nur bewaffnete Einheiten. Ich bin so dumm, Alter. Hauptsache, ich knall da erstmal rein. Licht für den Außenangriff. Wir sichern dann die Gebäude. 07, verstanden. Auch keiner, dass haltet eure Köpfe unten. Bild ist. Alle Shadows, Freigabe für Angriff auf bewaffnete Einheiten. Nicht auf die Gebäude feuern. Verstanden, nur bewaffnete Einheiten. Nutzt 25 mm, um Kollateralschäden zu minimieren. Alle Shadows, Feuer frei. Ziele überprüfen. Zivilisten im Gebiet. Alter, wie ist sie erwischt? Die sind zerfleddert auch. Zivilisten sind nah dran. Nicht auf die Gebäude feuern. Ja. So, ciao. Ciao. Das macht Bock, ey. So richtig schön hinterhältig aus der Luft. Genau mein Ding. Haben wir noch weitere Einheiten in der Gegend? Keine Aktivität. 07, alle sichtbaren Ziele ausgeschaltet. Over. Shadow 1 bestätigt, wir sichern zuerst die Stelle. Markieren jetzt. Ziel erfasst. 07, Markierung bestätigt. Grünes Licht, weiter. Shadow 1, wir bewegen uns jetzt. Wenn das Ziel abhaut, sagt uns Bescheid. Ja. Shadow 1 bestätigt. Soap, sichere die rechte Seite. Hi. Das ist cool, wie die da jetzt vorangehen. Der ist nicht hier drin, oder? Der muss doch hier hinten irgendwo sein. Vorstoß. Auf Flüchtige achten. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Unbekannte kommen gerade auf den Stein. Gerne nach Hafter. Stress. Nicht schießen. Graves. Negativ für Hassan. Bereich ist trocken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Feindliche Truppen bewegen sich auf die Stelle zu. Gut, verstanden. Ihr müsst aus dem Gebäude raus. Geht nach Norden. Roger, unterwegs. Alter, das ist Stress. Macht das Gebäude boah, krass. Jetzt. 07, verstanden. Nahfeuer. TV, grünes Licht für 40 mm. Okay, 40 mm EDs. Macht das Gebäude platt. Welches Gebäude? TV, greift das Gebäude jetzt an. Ja. Eins, gut geschossen.
Schlüssel zum Gewächshaus im Westen. Alter, das ist so makaber, ey. Weitere Truppen im Gewächshaus. Einfach aus dem Hinterhalt. Alle Einheiten, Bewaffnete im Gewächshaus. Kontakt! Nicht schießen! Abstand könnte wirken. Ach, Digga, dann sagt das doch früher. Ihr habt doch schon direkt geladen, da, meine Mutter. Eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Unbekannte kommen gerade aus dem Stand. Gerne nach Hause. Lande nach! Nicht Kontakt! Irgendwie. Bewaffnete Einheiten. Roger, Feuer von Zivilisten an. Ja gut, dann wird ja die falsche Waffe da benutzt. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Unbekannte kommen gerade aus dem Stein. Gerne nach Hause. Lande nach! Bewaffnete Einheit. Für sich Kontakt. Junge, wieso ist denn da ein Zivi dabei? Na, muss ich jetzt wieder warten. Da unten sind eine Frau und ein Kind. Nicht schießen. Unbekannte kommen gerade aus dem Stein. Gerne nach Hause. Na gut. Lande nach! Bewaffnete Einheit. Für sich Kontakt. Roger, Feuer von Zivilisten fernhalten. Feind getroffen. Graves, negativ für Hassan. Bereich ist trocken. Mehrere Fahrzeuge nähern sich von Süden. Feindliche Truppen bewegen sich auf die Stelle zu. Ghost, verstanden. Ihr müsst aus dem Gebäude raus. Geht's nach Norden. Graves, wir sind raus. Roger, unterwegs. Macht das Gebäude flach. Jetzt! Yes! 07, verstanden. Nahfeuer. TV, grünes Licht für 40 mm. Zack. Rücken zum Gewächshaus im Westen vor. Weitere Truppen im Gewächshaus. An alle Einheiten. Bewaffnete im Gewächshaus. Kontakt! Nicht schießen! Hassan könnte drin sein. TV, hast du Sichtkontakt ins Gebäude? Bestätigt. Sekunde. Feuer frei! TV, IR abschalten und das Gewächshaus nach Hassan abscannen. Oh! Das war die falsche Rakete. Kein Sichtkontakt zum Ziel. Anscheinend nur bewaffnete Einheiten. Ghost, halt deine Leute zurück. Greifen das Gewächshaus an. Verstanden. TV, Freigabe, das Gewächshaus platt zu machen. Hilfe kommt. Junge, wie ich das zerficke. Shadow 1, guter Treffer aufs Ziel. Wir rücken vor. Roger 07. Ja, der ist safe hier im Pool irgendwo. Planschen. Wir sind am Arsch. Ausschalten. Wo steckt der Wichser? Er muss in der Anlage sein. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt. Beeilt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rodolfo. Mach das. Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegung in der Anlage. 07, bestätigt. Position halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Shadow 1, Truppenkontakt. Ach, da ist wieder die falsche Rakete drin. Mann, das kann doch mal passieren. Shadow 1, wann trifft dieser Konvoi ein? 07, Konvoi ist 6 Kilometer entfernt. Beeilt euch und sichert Exfiltration. Ich kontaktiere Rodolfo. Mach das. Graves, bereiten Exfiltration vor. Achtung, die Anlage ist unser letztes Ziel. Bestätigen. Bewegung in der Anlage. 07, bestätigt. Position okay. Halten, bis wir das Gebiet gesichert haben. Shadow 1, Truppenkontakt. Raketenwerfer! Den Wasserturm zerstört! Falsche Getroffen, sehr schnell! Sind unter Raketenbeschuss vom Wasserturm! Schießt auf ihn! Waffe bereit! Rakete ist weg! Das sind so Mini-Atombomben gefühlt, ey! Auf Aktivität achten! Gesichert! Das ist nicht der Status! Ihm geht's gut! So, das Ding ist jetzt weg. Bestätigt. 1A Luftunterstützung. Danke, Digga. Verstanden, 07. Verstanden. Rücken vor. Junge, Junge, ey. Das macht schon Spaß, muss ich sagen. Wenn ich so gern töten, mach ich jetzt auch. Zack. Feindliche Einheiten auf dem Hof. Gib unseren Leuten Feuerschutz. Ja, klar. Boah, den hat so zerfetzt. Ist das krass, Digga. Ghost? Keine Bewegung registriert. Verstanden. Wir rücken jetzt zum Eingang vor. Roger, wir sehen euch. Achtung, Konvoi ist 3 Kilometer entfernt. Beeilt euch. Bestätigt. Alejandro, was ist mit der Exfiltration? Noch 5 Minuten. Das wird knapp. Also dann tun wir's. Brechen durch. Shadow 1, Hassan ist identifiziert. Er geht nach oben. Grave, er verlässt den ersten Stock im Nordwesten. Zielperson möglicherweise identifiziert. Ja, das ist Hassan.
sich Kontakt zu Hassan. Mehr feindliche Truppen auf dem Hof. Shadow 1, wir haben Hassan identifiziert. Sind an ihm dran. Er ist reingelaufen. Alle ausschalten. 07, verstanden. Wir geben euch Deckung. Die Person ist jetzt drin. Südwestliches Gebäude. Ja, ich bin so konzentriert, weil ich jetzt nicht nochmal verkacken will. Ja, das klingt interessant. Du kommst mit uns. Shadow 1, Bravo 07, Jackpot. Ich wiederhole, Jackpot. Zielperson in Gewahrsam. 07, verstanden. Jetzt muss ich den Konvoi noch aufhalten. Hier ist Victor 1-1. Evakuierung in 2 Minuten. An alle Shadows. Der Militärkonvoi nähert sich dem Einsatzgebiet. Naja. Roger, an alle Einheiten. Ja. Achtung, Konvoi nähert sich dem Zielgebiet. Bestätigt, Shadow 1. Das ist meiner. Gut beobachtet. Alejandro, wie geht's weiter? Die gehöre zum Kartell. Ihr habt Angriffsfreigabe. Shadow, bitte komm. Verstanden. An alle Shadows. Mexikanische Armee gilt als feindlich. TV, du hast Feuerfreigabe auf den Konvoi. Wo sind die Leute? Kein Treffer. Schieß mit einer Rakete oder dem 40mm auf das Tor. Rakete frei. So. Die hat's erwischt. Das ist einfach krass, wie... Ich habe die auch gar nicht kommen sehen. Ich bin so schlecht. In dem Gebiet rührt sich nichts. An alle Einheiten. Keine Ziele mehr zu sehen. Ihr könnt fortfahren. Shadow 1, verstanden. Exfiltration ist auf dem Weg. Ich bin echt so ein schlechter Soldat. Das ist der Hammer. Also, bei mir würde man jeden Krieg verlieren. Na los, na los! Ich nehme nur die Kurze ein. Ihr habt kein Recht. Halt die Schnauze! Dann werdet ihr bezahlen. Zur rechten Zeit, General. Hätte deinen Arsch nicht zurückgelassen. Wir könnten auf Widerstand stoßen. Aber Luftunterstützung, wir schaffen es. Das war's. Los. Shadow 1, Paket gesichert. Es geht zurück zur Basis. Wir haben Hassan. Wir haben Hassan. Klasse. Köder auswerfen und an Land ziehen. So will ich das haben, Shadows. Oh, ich liebe diesen Scheiß. Und Funkverbindung zum General. Check. Graves, ich höre. Gute Neuigkeiten. Und ob. Wir bringen ihn in diesem Moment in die Basis. Beeilung, wir können ihn nicht lange festhalten. Roger. Ah, jetzt muss ich ihn noch beschützen. Mehr Not an der Stadt im Norden. Warten ab. Wo ist er denn? Achtung, Verbündete haben auf der Straße gehalten. Alle Einheiten, was dauert denn da so lange? Wo denn? Shadow 1, Aktivität an der Tankstelle voraus. Könnte Kartell sein. Markieren jetzt. Okay, wir erkunden das Gebiet. Bereithalten. TV, wir brauchen Sicht auf die Tankstelle. Pronto. Ja, sehen wir doch. Sicht bestätigt. Navigation, Overlay-ID auf Tankstelle platzieren. OID platziert. Mehrere Unbekannte im Gebiet. Scan nach Waffen. Sieh, ob das Kartell Ärger will. Keine Waffen gesichtet. Mehrere Unbekannte südlich der Tankstelle. Sieht aus wie ein Markt. Okay, Overlay-ID platziert. Okay. Haben wir Feindaktivitäten? Negativ. Scheint alles sicher zu sein. Packen wir die Sache an. Alle Einheiten, keine sichtbaren Gefahren im Gebiet. Vorrücken. Ja, das ist durch Safe Investment halt. Rodolfo, los geht's. Alle Shadows, Botenteam ist in Bewegung. Gebt ihnen Deckung. Das ist schon krass. Da überquert einer die Straße. Was zum Henker treibt er da? Shadow 1, wir haben hier ein Problem. Geh aus dem Weg! Rodello, fahr herum! Das war so klar. Fahrzeug getroffen. Sie liegen bei der Kreuzung. Raus! Nicht schießen! Nicht schießen! Bewaffnete an der Kreuzung. Das ist ein verdammter Hinterhalt. TV an den Abzug. Schützt unsere Leute. Verbündete scheinen sich zu bewegen. Deckung! Deckung! Alle Einheiten Nachfeuer! Erstattet Statusbericht, wenn möglich! Ich mach jetzt hier richtig Dampf, Alter. Hier will jetzt alles in die Luft fliegen. Ihr Pisser! Verstanden. Avanza! Verbündete betreten das Restaurant. Navigation, das Gebäude markieren. Das ist so unfair eigentlich. Digga, was für zivile Opfer! Ich bin hier das Opfer! Verdammter Hinterhalt! TV an den Abzug! Schützt unsere Leute! Verbündete scheinen sich zu bewegen.
Deckung! Deckung! Alle Einheiten, Nachfeuer! Erstattet Statusbericht, wenn möglich. Shadow 1, alles okay. Keine Verluste. Hassan ist gesichert. 07, verstanden. So. Colonel Vargas, wie lautet der Befehl? Ich werde jetzt hier... Wir beziehen Stellung im Gebäude hinter uns. Stimmt, solche Sachen schießen. Verstanden. Damit es einfach mal vorangeht hier, ne? Gute Angriffe. Navigation, das Gebäude markieren. Sicher. Aufpassen. Zivilisten verlassen das Einsatzgebiet. Sie suchen das Weite. Besser für Sie. Das sind jetzt unsere Homies? Verbündete gesichtet. Auf dem Dach des Restaurants. Rodolfo, ruf die Helikopter! Cubiado, hier ist Victor 3-1. Er bitte sofortige Evakuierung. Aktuelle Position auf dem Dach des Restaurants in Olmeda. Im Osten! Aktivität auf dem Prügel! Raketenwerfer! Runter! Alter! Shadow 1, stehen unter Raketenbeschuss von Osten! Wir markieren! Verstanden. Greifen an. Raketenwerfer gesichtet. Treffer. Wo ist der andere? Ah. Verstellt mal die Kirche. Okay, Kirche. TV-Kartell angreifen, aber nicht auf die Kirche feuern. Da könnten Zivilisten drin sein. Verstanden. SE-3-1 ist fast da. Wo sind sie? 5 Minuten. Alle Einheiten, die Vögel sind unterwegs. 5 Minuten. Raketenwerfer, Achtung! Oh, das war die falsche Waffe. Naja, ist ja nochmal gut gegangen. Oh, das war wieder die falsche. Ich hab mich da ein bisschen verklickt, sag ich jetzt mal. Finger vom Abzug. Der Raketenwerfer ist Geschichte. Es sieht so krass aus. Holy shit. Wie die das so zerfetzt. Ciao. Ich schieß doch nicht auf euch, ihr Fixer. Da liegt ein Toter auf dem Dach. Wahrscheinlich ein toter Feind. Mehr von Kartell bei der Schule. Kartell, Tankstelle. Hier das auch so richtig abfeiert. Nee, die nicht. Die brauchen wir. Das Kartell ist drin! Mehrere Kartellleute bei der Tankstelle. Alter, wie viele das auch sind. Das ist ja der Hammer. Shadow 1, alle Ziele in Sicht ausgeschaltet. Achtung, Vorräte sind knapp. Munition sparen. Sergeant, Status? Hassan ist sicher. Und er ist immer noch ein Arsch. Und ihr seid so stumpfsinnig wie eure Kriegswaffen. Bravo 7-1, Erlaubnis Hassan das Maul zu stopfen erteilt. Alle Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwesten. Beschuss! Südwesten! Der Fußballplatz! Verstanden. TV, diese Mörserstellungen angreifen. Mörserteam ausgeschaltet. Dass die auch nicht checken, dass hier so ein krasses Flugzeug fliegt, oder? Keine Chance gegen mich, feindliche ey. Personen im Südwesten. Angriffsfreigabe auf alle. Gut geschossen. Keine Chance. Das ist einfach zu broken. Alejandro, wo ist die Evakuierung? Wir sind fast leer geschossen hier. Nur eine Minute. Luft auf den Gesichtet. Wir kommen zum Kontakt. Drücke Q zum Abfallen von Tösch. Aha. Hassan ist sicher. Und er ist immer noch ein Arsch. Und ihr seid so stumpfsinnig wie eure Kriegswaffen. Bravo 7-1, Erlaubnis Hassan das Maul zu stopfen erteilt. Alle Shadows, Fahrzeuge nähern sich dem Fußballplatz. Südwest, Mörser-Team ausgeschaltet. So. Feindliche Personen im Südwesten. Angriffsfreigabe auf alle. Gut geschossen. Luftabwehr gesichert. Ciao. Luftabwehrteam ausgeschaltet. Soldaten bewegen sich jetzt nach Nordosten. Okay. Lade nach.
Wo ist die Evakuierung? Wir sind fast leer geschossen hier. Guter Schuss. Alter, ey, das ist so intens. Ist doch gar nicht so einfach, weil wenn dann die ganzen Zivilisten da dazwischen sind, ist halt echt aufpassen. So, ciao. Wir wurden erfasst. Ciao. Luftabwehrteam zerstört. Lade nach. So, ihr habt jetzt ein Problem. Sie da ist Luftabwehr bei der Schule im Westen. Das ist so krass. Diese Zerstörung, dieser Krieg. Ja, ist das, glaube ich, ne? Der Wichser. Luftabwehrteam ausgeschaltet. Guter Angriff. Alter, wird jetzt mal Zeit, dass hier die. Wir nähern uns von Südwesten. Noch 30 Sekunden. Ja, hoffentlich. Hatchet 3-1, hier Shadow 1. Bestätigt. Verbündete auf dem Dach des Restaurantgebäudes. Die Landezone wird heiß. Wir bleiben auf Position und geben Deckung, okay? Verstanden. Wir sind unterwegs. 3-1, Ende. Abflug in 30 Sekunden. Verstanden. Sichtkontakt zu Luftabwehrteam. Nördlich der Brücke. Leer. Nördlich der Brücke? Hier, das Letzte. Hab Ihre Luftabwehr. So geht das. Eieiei. Graves, unser Ausgang wird von einem Panzerwagen blockiert. Erbitten Luftunterstützung. TV, die Fahrzeuge angreifen. Wann werden diese Penner kapieren, dass das dann mit uns... Achtung im Norden! Panzerfahrzeuge überqueren die Brücke! Mehr Panzerfahrzeuge über die Brücke. Wo ist er? Nordseite. Oh mein Gott. Luftabwehrteam ausgeschaltet. Wir sind auf Position. 3-1 verstanden. Landezone westlich des Gebäudes. Verbündete nähern sich eurer Position. 3-1 hat verstanden. Junge, Junge, ey, das ist hier eine. Eine kranke Scheiße. Eieieiei. Das knallt hier aber ganz schön rein, du auch. Gott sei Dank. Verstanden. Bravo 07, Landezone gesichert. Fortfahren. Verstanden. Sind unterwegs. Alle rein! Was schießen die? Eine Lehre sein, ja? Oh ja, Hermano. Wir haben heute mehr als nur Soldaten verloren. Und zwar ihren Ruf. Puh. Das spricht sich schnell in Las Almas rum. Ja, er schießt noch auf euch. 3-1, sind bereit. Shadow 1, Hatcher 3-1. Einheiten und Fracht sind gesichert. Ach, da ist noch ein Mörser. Oh mein Gott! Fast den Heli abgeknallt. Junge, 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 ey. Das war jetzt aber intens. Das war jetzt intens. Auf die Knie. Und, klarer Empfang? Kristallklar. Alles klar. Okay, wir sind live, Freunde. Sprichst du Arabisch? Nein. Farsi? Nein. Typisch. Dann spreche ich euer Bastard Mittelalter-Englisch. Denn ihr seid alle ungebildete Hunde. Also, okay. Wir legen hier einen miesen Start hin, Hassan. Du redest mit einem Kurzoffizier. Du kommandierst eine fremde Terrororganisation. Das gleiche gilt für dich. Was ist euer Ziel, Offizier? Was war das Ziel beim Beschuss auf mein Land? Na, vermutlich dein kleiner Arsch. Verlogen und unverschämt. Du wirst mich noch respektieren, wenn deine Nation brennt. Du spielst mit einem Kartell, Hassan. Und wenn du verschwindest, niemand wüsste, wo deine beschissenen Überreste sind. Ich wette, ihr würdet mich nur zu gerne foltern. Woher stammen die amerikanischen Marschflugkörper? Mir ist egal, woher sie stammen. Ich will wissen, wohin sie gehen. Sieh dich um, Hassan. Entweder gibt es eine Raubtierfütterung, oder du redest.
Ich bin eine Geisel. Das ist illegal. Du bist ein Kriegsgefangener. Iran ist nicht im Krieg mit Mexiko. Ich breche keine Gesetze. Dieser Mann und seine Leute sind die Gesetzesbrecher. Du und dein geliebter General Gorbrani habt jedes... Sprich seinen Namen nicht aus! Ihr habt ihn ermordet und werdet dafür büßen! Ich will den Bastard entweder hinter Gittern sehen oder ganz, ganz tief unter der Erde. General, Hassan zu töten ist ein Kriegsverbrechen. Ihn festzuhalten illegal. Wir müssen ihn vorerst gehen lassen. Sagen Sie mir, Sie haben etwas greifbar. Es eskaliert jetzt ein bisschen. Ich arbeite daran. Moment. General, lassen Sie mich das beenden. Mir wäre nichts lieber, aber Laswell hat recht. Ohne Beweise müssen wir ihn gehen lassen und beschatten. Wir haben ihn, das ist nicht Ihr Ernst. Leider doch, Junge. War was auf seinem Telefon? Positiv, ich habe was. Gut. Jetzt bringen Sie ihn zurück und lassen Sie ihn gehen. Na krass. Na los, geh mir. Die Daten, die wir in Mexiko auf Hassans Handy gefunden haben, kamen von einer Funkzelle aus Spanien. Er hat mit irgendwem dort telefoniert, als wir ihn gefasst haben. Das Signal kam aus einem Bruthaus, das einem Schmuggelkartell gehört. Es liegt abgelegen vor der Küste. Gutes Versteck für illegale Fracht. Einschließlich Raketen. Wir müssen vor Ort nachsehen, ob die Raketen dort sind. Bilder zeigen 4 Gebäude und einen Leuchtturm. Wir müssen da rein. Alles wird aber vom Kartell bewacht. Das hohe Gras bietet Tarnung. Mit der richtigen Ausrüstung. Schon cool gemacht. Genau. Ich will jetzt auch gar nicht so viel zwischenquatschen. Ich stehe an der Küste und warte mit einem Boot. Du solltest da draußen nicht allein sein, Kate. Einer ist keiner. Und 3 sind schon zu viel. Wir haben keine Befugnis, John. Keiner darf uns bemerken. Der Einsatz ist nicht autorisiert. Und höchst inoffiziell. Ich melde mich, wenn ich in Position bin. Finden wir diese Raketen, bevor Hassan sie gegen uns wendet. Oh shit. Ja, an dieser Stelle machen wir mal einen kleinen Cut. Und wir werden mit der Mission in der nächsten Folge weiterspielen. Ja, schön ein bisschen snipen. Freue mich schon drauf. Und ja, ich hoffe, es gefällt euch. Ansonsten eins an Bravo. Bin in Position. Sehen wir uns im nächsten Video wieder, einen halben Kilometer wenn von die der Frau Gebäude Laswell hier fertig ist, zu sprechen. Wir sind in Schussposition. Ja. Sicht auf 2 bewaffnete genau. Ziele versteckt im Feld. Ja. Grünes Licht, ausschalten, wenn möglich. Bitte gleich Ende. Warten. Gas? Kein Wind. 200 Meter. Mein Zeichen. Hast du eine Sache? Für... Bravo, wie sieht's aus? Ich find's eigentlich ganz geil, dass man immer was anderes macht in jeder Mission bisher. Heißt so ein bisschen Drandale, dann Bravo, Sneaken. Dann die Suchmission, dann eben das aus dem Flugzeug. Jetzt wahrscheinlich snipen. Sehr gut. Jetzt habe ich hier schon eine Abmod gemacht und das geht noch 10 Jahre weiter. Mein Gott. Aber jetzt, hier gibt es einen kleinen Cut und ich sehe euch dann im nächsten Video. Macht's gut, dann kommt Sniper-Kalle und knallt alles weg. Ne? Tschüss!